Hallihallo und Rallala, wieder zurück bei Pokémon Feuerrot. Wir erinnern uns, beim letzten Part war ich oben gegen Lavados. Ein epischer, langer Kampf, doch leider konnten wir das legendäre Vogel-Pokémon nicht einfangen. Was uns leider dieses Mal wieder nach unten zum Berg bringt. Und ja, wir müssen uns da einen Weg suchen. Lalalala, ich gehe ohne eine Ahnung da lang. Wow, endlich durch! Auf zur Schatzsuche! Wir bringen jeden Schatz, den wir finden, ins Lager, verstanden? Und wie lauten die Passwörter für das Lager natürlich? Wie? Du hast das Passwort vergessen? Eigentlich sind es zwei. Als erstes lautet Arbok Cobra. Und das zweite ist... Hey! Das Spike belauscht uns! Oh nein, sie haben uns entdeckt! Oh nein, sie haben uns entdeckt! Und wie schauen unsere Pokémon eigentlich aus? Recht gut, sich löst paralysiert. Ja, ich war auch vorbei. Sind das? Ich glaube da. Ja, egal. Dragora, wie nehmen wir denn? Wie sollte man denn? Ich will das eigentlich nicht sich lohnen nehmen. Ja, nehmen wir mal Dragoran. Dann kämpfen wir mal. Vielleicht ist es ja eh ein Doppelkampf. Hallo, seid ihr Freunde? Du hast uns bespitzelt, gib es zu! Ich habe von mir das Passwort vergessen. Afro-Kobra? Naja. Meine Herausforderung von Team Rocket drüben. Dragosso. Yeah. Ah, es ist so ein schönes Pokémon. Ich bin übrigens froh, dass ich wieder so ein paar alte Pokémon sehen konnte in dem Let's Play. Ich muss sagen, ich war von vielen neuen Pokémon enttäuscht. Seit der vierten Generation. Wie viele andere auch, die Pokémon schon sehr lange spielen. Weil, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde aber, die ganzen Pokémon sind aus wie der letzte Abklatsch. Aber gut, ja. Ich habe sowieso mit diesem Projekt endlich mal wieder angefangen, Pokémon zu spielen. Ich habe ja da Ewigkeiten, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, Ewigkeiten kein Pokémon gespielt gehabt. Ich habe irgendwann mal versucht, damals als Schwarz-Weiß rausgekommen ist, also ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt schon wieder her, 2 Jahre? Als Schwarz-Weiß rausgekommen ist, kommt jetzt schon Schwarz-Weiß 2 raus. Auf jeden Fall, als das rauskommt, habe ich versucht, das Pokémon davon zu spielen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, dass ich vielleicht ein Torn gab, ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, es war mir dann zu blöd. Aber vielleicht sollte ich mal gerade dieses Spiel mal wieder probieren, Schwarz-Weiß, weil ich das einfach nie wirklich gespielt habe. Mir bietet die Motivation dazu. Warum musstest du gewinnen? Wenn wir einen anderen besiegen. Du bist wohl etwas von unserem Schatz, das kannst du... Ah ne, der hat eine andere Stimme. Du bist wohl etwas von unserem Schatz, das kannst du vergessen. Verdammt, ich passe da durstig. Ja, was war von Team Tröpel? Da ist schon wieder nur so ganz, ja, bescheidene Pokémon. Auf jeden Fall, wie sollte ich mir endlich mal Schwarz-Weiß durchzuspielen? Vielleicht macht es mir ja Spaß. Vielleicht soll ich mich ein bisschen mit dem Spiel mal wieder beschäftigen. Na egal. Aber ich habe eh noch einige Projekte im Petto, Leute. Nachdem ich ja Portal 2 beendet habe. Und jetzt das eigentlich offiziell auch schon Pokémon beendet ist und ich nur noch so die Restparts rausklatsche, die man noch so tun kann in dem Spiel. Habe ich erstmal nicht so viel, ja. Aber es wird auf jeden Fall noch das ein oder andere geniale, lustige Projekt kommen. Streicht euch den 29. Oktober schon mal. Ich glaube, es war der 29. Oktober. Streicht euch den schon mal rot in den Kalender an. Also da wird das Top-Spiel rauskommen. Ja, das Spiel, was alles wegbomben wird. Ich werde natürlich noch nicht verraten, was es für ein Spiel ist. Auf das können wir uns alle freuen. Das wird wirklich wunderbar. Ah, ich habe noch so viele Spiele geplant. Das wird doch richtig nice. Fast schon zu viele Spiele. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle spielen soll. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht mal The Elder Scrolls 3 Morrowind, ob ich das spielen sollte. Ich habe bis jetzt von The Elder Scrolls Serie eigentlich nur Skyrim gespielt. Wie so viele von euch wahrscheinlich auch. Aber Morrowind ist, glaube ich, doch noch was ganz anderes. Und das Erlebnis ein bisschen älter. Könnte ziemlich interessant jetzt. Oder ich spiele jetzt endlich Fallout New Vegas. Muss ich mir noch überlegen. Ich will eins von beiden jetzt planen, aber beide persönlich spielen. Da muss ich mir noch schauen, was ich da mache oder wann ich das mache. Es ist ja nur eins von den vielen Projekten. Ich habe ja auch noch Portal als Koop-Modus vor uns. Das ist ja auch noch etwas sehr Wichtiges, was ich erledigen will. Dieses Mal blind, also Portal 2. Den Koop-Modus habe ich ja noch nicht gespielt. Wird also doch ziemlich interessant. Wie ich mich da wohl anstellen werde mit meinem Kumpel. Wenn mein Kumpel ja nicht Zeit hat, also wenn er das Video sieht,
spute dich. Ich habe keinen Bock, da lang zu warten. Und ich wechsle dich einfach aus, nehme jemand anders. Warte, wie konnte das geschehen? Wer weiß, wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß. Fröne der Amnesie und vergiss, was du gehört hast. Fröne? Fröne der Amnesie. Das klingt lustig, Fröne. Welch Rückschlag, wir müssen uns neu gruppieren. Du, denk nicht einmal daran einzutreten. Wenn du weißt, was gut für dich ist, denk nicht einmal daran. Sollen wir es wagen? Ach, scheiß drauf. Yay. Hab das Gefühl, ich bin leicht verschnupft. Naja, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich würde jetzt am liebsten so richtig so schön reinrotzen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so angenehm für eure Ohren. Ich werde einfach mal so schön ins Mikro rotzen. Habe ich das Gefühl, meine Nase ist verstopft. Naja. Oh, ich hasse Höhlen. So, müssen wir mal wieder vorspulen. Ich glaube, immer wenn ich hier neu aufnehme, spüle ich erst nie vor, weil ich dann denke, oh, lieber Pokémon, aber es geht einem doch richtig schnell auf die Nerven. Ist eine Vorspul? Oh, Rätsel, Rätsel, Leute, wir müssen konzentrieren. Ah, ich habe schon gelöst. Nachdem man Portal 2 durchgespielt hat, kann man jedes Rätsel lösen. Ja, fällt's mir. Aber ich glaube, so ein, zwei schwierige Rätsel wären nicht schlecht gewesen. Ich habe ja dann, man kann ja auch selbst Level erstellen und auch Level von anderen spielen. Das habe ich dann auch dementsprechend probiert. Naja, aber die waren ja so teilweise so pervers. Bin ich nicht bekommen, also das war mir nicht zu. Das ist höher, ich kann schon. Das war ja zu übel, was es da teilweise gab. Vielleicht werde ich mal aufnehmen, wie ich versuche, ein, zwei solche Kammern von anderen Spielern, also erstellten anderen Kammern von Spielern erstellten Kammern. Oh mein Gott, ich werde müde. Ja, vielleicht werde ich da auf jeden Fall mal die mal aufnehmen und probieren, die zu besiegen. Und ein Schneckma. Ja, das hilft jetzt erstmal nicht. Da werde ich wahrscheinlich irgendwas einfangen wollen. Ja, wobei ich halt bei dem wahrscheinlich sehr, sehr fehlen werde. Bei diesen Kammern. Also ich habe es mal probiert bei einer und da war ich so schlecht, Leute. Ich habe das nicht hingekriegt. Und wenn ich habe immer Angst, wenn mir das passiert im Let's Play, dass sie mich dann auslacht, wenn ich keine Rätsel lösen kann. Ja, genau. Warum sind wir jetzt eigentlich in diesem Berg drinnen? Hä? What the fuck? Das sollte nicht so gehen. So, kann ich den ganzen Weg wieder zurückgehen? Ich glaube, da hätte man wo anders abbiegen müssen. Aber nochmal zur Frage zurück. Warum sind wir in diesem Berg drinnen? Das kann ich euch sagen, Leute. Ich glaube, das bringt uns hier nicht, habe ich recht. Ich glaube, ich kann da nicht durch, wegen dem oberen Stein. Ah doch, perfekt. Wir sind hier oben, weil wir einen Diamanten suchen oder irgendeinen Stein, den unser lieber Freund, also der Kumpel von Bill, braucht, um seine komische Maschine zum Laufen zu bringen. Und die ist hier irgendwo an dem Berg angeblich. Das suchen wir gerade. Boah, Leute. Böse Pokémon. Hier sieht es echt merkwürdig aus. Was steht da? Ist das eine Blindensprache? Also Blindenzeichen? Ach, wunderbar, Blindenzeichen. Ich krieg den Anfall. Da habe ich mir wirklich auch den Spaß gemacht. Damals bei Rubin, da gab es ja auch eine Kammer, wo du so Blindenzeichen hast. Ich habe mir das im Internet ausgedruckt, die Blindenzeichen. Und habe dann selbst versucht, das so irgendwie zu entziffern. Fand ich deutlich cooler, als es einfach in der Lösung auch zu haben. Und hier haben wir unseren Stein. Peter hat den Rubin gefunden. Peter packt Rubin in die Basis-Items-Tasche. Aha. Ja, es werden auf jeden Fall Blindenzeichen sein. Blindenschrift. Boah, Blindenzeichen. Da kriegt sicherlich schon wieder einer oder der andere einen Anfall. Seid ihr blind, ihr seid Blindenschrift. Wahrscheinlich ist das auch noch falsch oder was weiß ich. Boah, Schneck mag. Keiner mag dich. Na gut, ich mag dich schon. Ja, ich will stärker einsetzen. Wir wollen weiter. Wir müssen weiter. So, ja, gut. Perfekt. Verdammt, oder? Puh.
Ups, das wollte ich nicht. Nein. Schneck mal. Ich will hier schnell. Fuck, komm ich denn jetzt? Ach, ich gehe am besten unten oben wieder. Oh Mann, ey, Schneckmark, du gehst mir auf den. Oh, musst du mal auf mir hier so penetrant dran irgendwas zu machen. So, wenn wir den Schein jetzt abgegeben haben, so viel kann ich schon mal verraten, können wir auch zur Island, können wir zu Island 3 gehen, 4 gehen, ja, da, das wird das Coole sein. Island 4, Leute. So, ich spule jetzt hier mal vor, wie ich hier raus will. Das ist ja Wahnsinn, wenn das dauert. So. Und wieder ein wildes Pokémon, ihr nervt mich. Oh, Schnickmack, ey. So, hier. Hier, und dann sind wir auch gleich endlich draußen. Ja, na, natürlich. Flucht. So, jetzt geh ich ganz schnell da durch. Hier hoch und dann nochmal hoch. Wie hoch geht's denn hier noch? Raus. Schnell. Boah. So, und jetzt runter zu unserem. Da kann ich glaube ich auch fliegen. Fliegen sollte schneller gehen. Flieg zu Island 1. Ich habe das ganze dieses Gefühl, dass ich jetzt gleich niesen muss, aber. Nein, doch nicht. Ach Gott, kennst du das? Ich hasse das. So, ich habe deinen komischen Stein. Oh, da. Das ist. Silio. Silio heißt ja, genau. Ich kann den Namen mir nie merken. Dankeschön, Fido, du bist einzigartig. Und wenn wir das jetzt sehen, an der Maschine hat der links einen Rubin eingesetzt, rechts ist immer noch ein Platz frei. Darf ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten? Um was kann es sich jetzt wohl handeln? Ja, meine Güte. Während meines Studiums der Edelsteine habe ich etwas Wichtiges herausgefunden. Es gibt einen weiteren Edelstein, der wahrscheinlich rechts rein muss. Der zum Rubin gehört. Wahrscheinlich ein Saphir, hä? Der andere Edelstein wird auf Selfie Island vermutet? Selfie Island? Was soll das heißen? Das könnt ihr mir gerne erklären, was das heißt. Ich sage jetzt einfach mal Island 4. Peter, bitte finde einen anderen Edelstein. Peter, gib mir bitte deinen Pass für die Fähre und die Karte. So, jetzt den Buntpass, alles klar. Und was haben wir jetzt? Die Pass für die Fähre. Damit kannst du nach Island 4 fahren. Peter, bitte. Ich bin auf dich angewiesen. War doch selbst, ey. Meine Güte. Ich denke mal, die sind ja ganz schön hier. So, damit mit runter zur Fähre. Ahoi, wo soll es gehen? Island 4. Er weiß es, wie es genau ist. Nicht dieser ganze Scheiß hier, ey. Hey, Otto, los. Ich spreche in Tempo 6. Yay. Und ich verabschiede mich jetzt hier in dieser Stelle und wir sehen uns genau hier. Tschüss. Ciao.